Hallo zusammen hier bei Kellomit Photographic. Panasonic hat eine neue Lumix-Kamera auf den Markt gebracht und für die einen wird es eine Vlogger-Kamera sein, eine Videoblogger-Kamera und für den anderen ein mega kompakter Reisebegleiter, also eine Reisekamera oder für die Street-Fotografie prädestinierte Kamera. Und ich habe sie hier in meinem Rucksack drin. In der Jackentasche. Naja, die ist auch ziemlich kompakt und klein. Okay, und weil ich jetzt so lange gebraucht habe, um die Kamera zu finden, gibt es jetzt einen Schnelldurchlauf. Sie heißt Lumix G110 und ist wirklich kompakt. Dabei kaum größer als ein Smartphone. Dafür aber eine vollwertige MFT-Kamera mit 20-Megapixel-Sensor und dazu auch noch fähig, Wechselobjektive aufzunehmen. Sie nimmt mit 4K 30 Bilder pro Sekunde auf und verfügt über V-Log L. Sie schafft Zeitlupen sowie Timelapse. Natürlich verfügt sie über einen Gesichts- und Augenautofokus und einen neuen Video-Selfie-Modus. Hochkantfilm ist auch drin und so wirft die Kamera dann die Videos auch aus, sodass Sie das Videoprodukt sofort ins Netz stellen könnt. Natürlich alles via Smartphone, wenn es sein soll. Dann gibt es dann noch den Frame-Marker-Modus. Ihr legt diesen fest. Ihr wisst schon, Social Media mit Format 1:1 oder 4:5 oder 9:16 oder ganz anders. Also der wird festgelegt und den seht ihr dann auf dem Display. So, was gibt es noch? 5-Achsen-Bildstabilisator ist an Bord. Dreh- und Schwenkdisplay mit Touchfunktion für entspannte Selfie-Videos. Und man kann den Hintergrund in die Unschärfe legen, sieht dann cooler aus. Und der Knüller ist das Tontracking. Das Mikrofon ändert die Aufnahmerichtung in Abhängigkeit von der Gesichtserkennung. Wandert die gefilmte Person auf eine andere Seite, so folgt das Mikrofon mit der Aufnahme mit. Einen externen Mikrofonanschluss gibt es obendrauf. Einen Griff gibt es natürlich auch. Wiegt knapp 100 Gramm und damit lässt sich die Panasonic G110 natürlich auch steuern. Okay, Zeit wieder aufgeholt. Die Panasonic Lumix G110 wird eine prima Vloggerkamera sein oder eine Begleiterin für Reisen, aber auch für die Streetfotografie, denn mit so einer kleinen Kamera lässt sich wunderbar unbemerkt fotografieren. Na denn, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns bei Kellomit.